mit den Phoenixen und versucht jetzt hier auch möglichst viele Drones rauszuziehen, um hier Einheiten zu vernichten. Jetzt die 4 oder 5 Corruptors auf die Phoenixes schaffen wir es leider nicht einzutöten und Ultralis Cavern ist dabei reinzumorphen. Sehr, sehr schönes Spiel. Jetzt haben wir, oh, war scheinbar gerade ein Missklick von Kuba. Er wollte scheinbar gerade einen Overseer morphen. Ultralis Cavern ist dabei, Ground Carapace und Meditex sind zu mehr als 3/4 jetzt fertiggestellt. Immortals auf dem Weg um Next Expansion für AT&T Socke. Gerade so, so viel los auf der Karte. Und jetzt wieder die Phoenixes. Oh, wir haben viele Phoenixes. Also es sind allein 8 Phoenixes jetzt, die versuchen hier die Overlords zu abusen. Jetzt er im Food Count im roten Bereich. Er produziert 4 Overlords nach, was ich sehr gut finde. Ich hatte immer etwas Luft dazwischen. Spinecrawler, um jetzt die Expansion zu unterstützen. Weitere Phoenixes, die dabei sind, einzelne Einheiten rauszuziehen. Schönes Spiel jetzt hier. Und jetzt müsste ein Units Loss, das sieht man auch. Also jetzt ist auf jeden Fall Kuba im Nachteil. Er hat kein gutes Mittel, geeignetes Mittel, um gegen die einzelnen Phoenixes vorzugehen. Und jetzt kommt der Koloss und Thermal Lens Upgrade. Zeitgleich kommen gerade die Ultralisten und das Chitinous Platinum raus. Dazu noch Twilight Council auf dem Weg und das könnte richtig verheerend sein. Jetzt pusht noch die nächste Expansion hier, zieht die Queen raus und wird sie direkt raussnipen wahrscheinlich. Und da kommen jetzt die Corruptors, sind auf dem Weg, um hier die Einheit rauszuziehen. Oh, Melee Attacks Level 3 und denken wir mal, gleich wird auch noch kommen, Ground Carapace Level 3. 4 weitere Stalker, Twilight Council sind gut wie fertig, die ersten Kolosse wurden bereits fertiggestellt. Irgendwo hier müsste er sein. Da kommt er angestarkt. Und jetzt ist es wirklich dabei. Jetzt gehen wir ins Late Game. Jetzt kommen die letzten Techs zu tragen. Und wir sehen auch hier Thermal Lens so gut wie fertig. Chitinous Platinum auch so gut wie fertig. Und jetzt bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt. Diese Ultralisten haben so viel Leben. Und bereits jetzt 3 Armor. 2 werden gleich dazukommen. Weitere Corruptor sind dabei rein zu morphen. Und mir gefällt auch hier das Placement von den Phoenixen. Und sieh an, hier Gold Expansion, wo keiner mehr gerechnet hätte, an dieser Position. Sehr, sehr schönes Spiel. Damit würde natürlich Socke nicht rechnen. Aber jetzt kommt der Scout. Er wird es sehen, ohne Frage, oder? Ja. Nein, er sieht es nicht. Er hat es nicht gesehen. Und damit ist es natürlich richtig übel. Und er hat es immer noch nicht gemerkt. Die Probe steht dort und ich denke aber, spätestens wenn es fertig wird, wird er den Creep sehen. Und jetzt hier Main Push auf die Base. Viele, viele Einheiten sind dabei, gerade hier in die Basis von den Kuba reinzumorphen. Und jetzt müsste er eigentlich auch den Creep sehen. Er sieht den Creep nicht, aber jetzt sieht er ihn. Schöne einzelne Proxy Pilot, hat damit auch die Gold Expansion gesehen. Jetzt Push auf die erste Expansion. Adrenal Glands für die Zerglings wird erforscht. Ground Weapons Level 2 und wir haben einen Dark Shrine auf dem Weg. Und dieser hat nun mal AT&T Socke im zweiten Matchup den Sieg gebracht. Und ich denke, es ist eine gute Wahl, jetzt den Dark Shrine zu bringen. Bisher keine einzelnen Detektionen auf dem Spielfeld. Oh, schöne Force Fields hier haben nichts allzu viel allerdings gerade gebracht, denn die Ultralisten, wie soll ich sagen, schneiden hier durch die Armee wie ein warmes Messer durch Butter und sind wirklich dabei, gerade hier komplett die Armee zu verschlingen. Void Rays werden gebaut und das finde ich einen guten Take-Up. Jetzt die Corruptors natürlich auf die einzelnen Kolosse. Dieser ist dabei zu sterben und ich denke, er wird auch sterben. Er hat noch 40 Leben und da snipen sie ihn raus. Weitere Action hier auf den Corrupt. Oh! Und er geht auch noch down. Sehr schönes Spiel jetzt hier. Dieser Corruptor hat noch 31 Leben. Melee Attacks gleich fertig. Adrenal Glance auch gleich fertig. Und jetzt sieht man hier viele, viele einzelne Ultralisten, die auf der Karte sind. Und jetzt hat auf jeden Fall Kuba einen Vorteil. Er hat eine, ich denke, eine größere Armee. Ja, er ist fast maxed out. 149 zu 114. Er müsste eigentlich jetzt pushen. Er müsste pushen und er könnte es auch schaffen mit dieser Armee. Aber er tut es nicht. Und wir sehen vom Income her beide ungefähr gleich. Jetzt langsam setzt sich der Zerg ab durch die Gold Expansion. Die ersten Void Rays sind fertig. Blink wird erforscht. Ground Armor Level 2 wird erforscht. Und das ist auf jeden Fall etwas, was bei den Protoss-Spielern ein enormes Problem ist. Er hat jetzt hier auf jeden Fall... Ach, wir sehen... Er hat aber gesagt, er hatte Economic Vorteil. Aber jetzt sieht man hier, Dark Templar ist dabei, Einheiten rauszuziehen. Hat bereits 6 Kills. Und ja, er wird sicher noch einige kriegen. Ich weiß gar nicht... Bisher kein Overseer dabei, aber er wird sicherlich einen gleich bauen.
Ja, sehr schön. 11 Geld, Instructor bereits. Da kommt der Overseer. Oh, Master. Immer noch Push hier. Immer noch. Also, jetzt kommt der Push. Jetzt der Executor. 20 Kills. 21 Kills. Oh, 22 Kills am Ende. Ich denke, dieser eine Dark Templar hat sich mehr als nur ausgezahlt. Templar Archives auf dem Weg. Blinks und Ruby fertiggestellt. Weitere Kolosse sind dabei. Und eine neue Expansion für den Zerg-Spieler. Nur wo baut er sie? Ist es eine In-Base-Hatry? Ich bin jetzt wirklich... Nein, diese wurde rausgenommen durch den Push eben. Leider Missmanagement von mir wieder mal. Und wir haben Ground Carapace Level 3. Und jetzt sieht man hier auch große Armees dabei, den Overseer rauszusnipen. Und die Void Rays sind dabei, sie auf die Gold Expansion zuzubewegen. Und diese... Oh, jetzt aber hier zeitgleich die Zerg. Große Ground Army. Die Void Rays chargen sich auf an ihren Pylonen. Und damit können sie mehr Schaden machen. Doch hier ist der große Kampf. Die einzelnen Ultralisten sind dabei, auf die Armee loszugehen. Corruptors snipen die Kolosse raus. Und jetzt sind die einzelnen Ultralisten an der Base. Force Fields leider nicht genügend Kraft hier oben aufzuhalten. Die Void Rays ziehen die einzelnen Corruptors raus. Ein Void Ray fällt, der zweite ist dabei auch noch vernichtet zu werden. Und die Ultralisten sind in der Expansion. Jetzt können sie den Dark Shrine rausziehen. Ground Carapace drittens fertig. Protoss Ground Armor fast fertiggestellt. Zwei weitere Void Rays in Produktion. Und jetzt natürlich hier das Problem. Viele, viele Einheiten auf dem Spielfeld. Jetzt weitere Zerglings in die Expansion Line. Und jetzt wird es kritisch. Er muss versuchen, jetzt hier die Ultras rausziehen. Hat aber eine gute Chance. Viele Probes sind hier. Und das ein förmliches Probe-Massaker. Also ein Probe-Massaker, whatever. Und sehr, sehr schön hier. Er schafft es, alle Ultralisten rauszuziehen. Sehr gutes Spiel. Der letzte Ultralist ist hier. Und jetzt ist natürlich der Protoss-Spieler, der Zerg-Spieler gezwungen, von der Line zu gehen. Allerdings hat er es jetzt geschafft, wirklich alle Einheiten zu vernichten. Und jetzt sind beide ungefähr gleich ab wieder mit Einheitenverlust. Gerade mal 100 Ressourcen mehr verloren auf Seiten von ATN Soccer. Und jetzt sehen wir auch hier das üble, üble Spiel von den Void Rays hier auf den Corruptor. Dieser hat logischerweise keine Chance gegen drei von ihnen. Und der neue Mars Zergling, Mars Ultralist hier. Ich denke, er hätte hier vielleicht auch ein zwei Infester gebrauchen können mit diesem Pilzbefall, um hier Fungal Grow, um hier möglichst schnell die Einheiten zu demobilisieren. Und gelingt ihm nicht. Diese sind hier dabei reinzuströmen. Templar Archive fertig. Psystorm wurde bisher nicht erforscht. Wir haben Koloss, Ground Carapace so gut wie fertiggestellt. Diese zwei Slogger haben keine Chance gegen diese Mars Zerglings, die gerade reinströmen. Probes werden von allein gezogen. Neuer Nexus muss eben gebaut werden, um jetzt hier die verlorene Expansion aufzubauen. Viele, viele Void Rays gerade auf dem Spielfeld und jetzt werden hier gerade alle einzelnen rausgezogen. Expansion ist gefallen, sicherlich durch die Void Rays hier. Und jetzt sieht man hier, oh, 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 Nexus geht down. Jetzt ist das Problem, er muss unbedingt jetzt hier Einheiten ziehen und er muss auf jeden Fall den Nexus neu bauen. Er darf sich nicht zu viel hinter den Zerg-Spieler fallen lassen, weil dann hat er auf jeden Fall das Spiel eindeutig verloren. Guter Push jetzt hier. Oh, das gefällt mir sehr, sehr gut, wie jetzt alle beiden hier vorgehen. Schöner Push jetzt hier auch auf und das sind mit die letzten Einheiten jetzt hier von dem Zerg-Spieler scheinbar. Er hat zwar viele in Produktion, aber er muss Longlisted Mining von der Gold Expansion aus machen, bis diese fertig ist. Aber jetzt gerade der Protoss-Spieler geht in die Mineral Line und er versucht jetzt eben hier Longlisted Mining zu unterbinden. Er versucht möglichst viele Einheiten hier zu vernichten. Drei Archeons mit auf dem Weg. Dieser Corruptor hat keine Chance überhaupt noch nur den Koloss anzugreifen. Und wir sehen jetzt hier auch von der Seite auch hier Longlisted Mining. Nein, er verschiebt nur Probes. Und jetzt hier natürlich, oh, 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 sehr, sehr schönes Spiel. Jetzt hat der Protoss den unglaublichen Vorteil, den er die ganze Zeit über haben wollte. Er ist jetzt dabei, in die Mainbase zu gehen, also in die Expansion zu gehen. Jetzt großer Clash, viele Einheiten von den Zerg versuchen, den Protoss-Einheiten aufzuhalten. 24 Zerg sind dabei reinzumorphen. Ultralist fällt, nur noch Corruptors auf dem Spielfeld. Nicht genügend Einheiten, um die Protoss-Spieler abzuwehren. Und ich denke, das war's. Ich denke, damit hat ATN Soccer gewonnen. Er hat soeben die komplette Zerg-Armee vernichtet. Und hat ihm alle Expansions genommen, die ihm noch geblieben sind. Hier noch eine einzige Expansion auf der Goldline. Allerdings keine Harvester mehr da.
viele Zerglinge zwar noch hier auf dem Spielfeld, aber mit diesem Koloss zum Beispiel sollte er keine Probleme haben. Diese aber jetzt auf der Mineral Line versuchen jetzt hier reinzukommen. Viele, viele Zealots sind dabei, diese zu interrupten. Jetzt wird die Goldspinten rausgezogen. Guter Move jetzt hier und wir sehen, also er hat nur noch diese Expansion hier. Kuba ist gerade Mining on One Expansion. Und ihm gehen lang... Er entscheidet sich für ein GG. Und das kann man nachvollziehen. Er hatte die Main-Armee verloren. Er hatte es nicht geschafft, genügend Druck aufzubauen. Es war zwischenzeitlich unglaublich knapp zwischen beiden Spielern. Aber es hat jeweils nicht gereicht, um hier das Spiel für ihn zu entscheiden. Sehr, sehr gutes Spiel. Auf jeden Fall von Seiten von ATN Soccer hat hier kühlen Kopf bewahrt und hat das Spiel... Anführungsstrichen sicher nach Hause gefahren. Ich habe mich sehr gefreut, diesen Event zu casten und werde auch in Zukunft weitere solche Events casten auf meinem Channel. Und ich hoffe, ihr hattet im gesamten Event genauso viel Spaß wie ich mit den StarCraft 2 Matches und wir sehen uns in einem anderen StarCraft 2 Shoutcast wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen.